Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Assassin's Creed Black Flag Folge 19. Ich bin nun von meinem Arbeitsplatz in den Animus gehuscht, wie ihr sehen könnt. Erstmal baut sich alles auf und dann schauen wir jetzt mal, wo wir sind. In den letzten zwei Folgen haben wir die Cast zur Strecke gebracht und sind unerwartet aus dem Animus in einen Auftrag bei Abstergo Entertainment gerutscht, nachdem wir dort ein wenig mit den Knöpfen gespielt haben und ich metaphorisch einen Brainfuck erlitten habe. Keine Ahnung, wie es euch ging. Mein Kopf hat in den letzten Episoden so stark gerattert, wie ein alter Kommandoro oder Atari in ihren Bestzeiten. Naja, jetzt geht's zum Glück wieder. Wir haben viel Zusatzwissen erhalten, was erstmal eine lange Verarbeitung bei mir gekostet hat. Wir finden uns jetzt auf dieser Insel wieder. Mal schauen, unsere Mission James Kidd anzutreffen. Das wird sicher kein leichtes, denn hier sind schon einige Gegner, die mich nicht mit offenen Armen empfangen. Erstmal wegmachen. Warum ich gerade hier spawne, keinen Schimmer. Ich stelle mich dieser Aufgabe tapfer und selbstbewusst und ihr dürft mich heute wieder anfeuern. Jetzt plündern wir den nochmal eben und dann geht's auch gleich weiter. So. Ich kämpfe hier gegen Assassinen, oder? Manchmal habe ich das Gefühl, in diesem Spiel sind das meine Feinde. Aber vielleicht... Vielleicht kommt da ja noch was, was uns vom Gegenteil überzeugt. Nur bis dato handle ich nicht gerade zum Vorteil von deren. So, kann ich da runterspringen? Hier oben haben wir nämlich noch einen Splitter. Den lasse ich mir sicher nicht entgehen. Und einen Synchro-Punkt. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, ob ich neu Let's Playe dann jetzt auf der PlayStation 4. Nur, ich bin ein wenig enttäuscht, dass man die damaligen Speicherstände mit dem Konto nicht übernehmen kann. Und ich werde es jetzt einfach auf PlayStation 3 zu Ende spielen. Bin eigentlich soweit zufrieden mit der Grafik. So einen großen Push soll das neue Spiel jetzt auch nicht bekommen haben. Ein paar Texturglättungen, ein paar Lichtreflexionen sollen verbessert worden sein. Weniger Flimmer. Aber... ich bin eigentlich so schon ganz glücklich. Wir pushen uns nochmal weiter ran. Ich frage mich, 71 Meter, dann sind wir bei James Kidd. Zack, oh, eine Assassine. Weg mit dir. Ich frage mich, was James Kidd hier auf dieser Insel macht. Das ist immer so schön, wie die hier stehen, immer mit dem Rücken zum Gebüsch. Das macht's mir ja regelrecht zu einfach. Den Punkt da hinten muss ich erreichen. Oh, da hat mich jemand gesehen. Da warten wir nochmal kurz und dann werde ich, denke ich, die Mauer dahinter einmal lang gehen. Ja, er dreht gerade wieder, steht mit dem Rücken zu mir. Und jetzt geht er. So. Noch sieht's gut aus. Noch ist mir kein Fehler unterlaufen. So darf's bitte in dieser Folge weitergehen. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Und dann links patrouilliert einer. Ich denke, auf den können wir auch warten. Na, da bleibt er stehen. Die kann ich auch nicht anlocken durchs Pfeifen. Deswegen gehe ich mal hinterher. Und der muss jetzt dran glauben. Oder sie, oder er. War ein er, aber klang gerade vom Stöhnen her wie eine Frau. So. Gleich noch eine Truhe gefunden.
Und jetzt kämpfen wir uns mal nach oben durchs Gestrüpp. Der dreht auch wieder um, also können wir hoch. Und dann rennen wir nochmal fix zum Point. Okay. Ich muss immer noch James Kidd aufspüren. Nochmal ins Gebüsch. Und was haben wir da? Wir haben dort eine Wache der Assassinen, die... Läuft die im Halbkreis? Sie läuft im Halbkreis links am Baumstamm entlang. Jetzt müssen wir mal abwägen, ob wir die töten müssen. Wie weit läuft die? Ja, eigentlich ist es sicherer, wenn ich sie gleich mitnehme. Sie bleibt dort stehen und dreht wieder um. Ja, ich denke, die können wir in Ruhe lassen. Und jetzt gehen wir mal über den Baumweg hier entlang. Da haben wir zwei. Da haben wir auch noch einen Splitter. Ich möchte den Splitter haben, denke ich. Ja. Na. Na komm, du sollst hier rüberspringen. Da liegt keine Wache. Da unterhalten sich zwei. Und jetzt trennen sich deren Wege. Gehen wir weiter mal über Baumpfad. Da hinten ist einmal unser Point, wo wir hin müssen. Den haben wir auch erreicht. Und es geht weiter hier lang. Ah! So, von Gebüsch zu Gebüsch, eine Dreiergruppe und links steht noch eine Wache. Das fordert allerdings nicht allzu viel Taktik. Wir locken erstmal die Patrouille gleich hier an. Wir warten, bis sie wieder den Weg zurückfindet. Da oben müssen wir hin. 40 Meter noch. So, jetzt soll sie einmal hierher kommen. Genau, hierher, Lady. Im Gebüsch ist was ganz Süßes für dich. So, aus dem Weg geräumt. Jetzt haben wir noch den da hinten. Ich glaube, das schleichen wir uns dann einmal an. Na, kommt der? Gut, wir gehen einmal den Weg über die Steinwand. Und haben hier auch nochmal eine Dreiergruppe. Gut. Aber wir müssen ja so oder so weiter nach oben. Die haben jetzt auch fertig geplaudert. Komm, hier ist was Scharfes. Tsching. Oh, der meint, er hat uns gesehen. Aber er kommt nicht hierher. Oder? Es wäre auf jeden Fall sehr praktisch, wenn er uns hier im Gebüsch suchen würde. Weil dann haben wir den auch schon mal weg und über die andere Wache dort hinten... kommen wir ganz locker über die ganzen Gräser hier. Mhm. So, da haben wir eine Kiste. Nochmal ein bisschen Kleingeld mitgenommen. Und jetzt können wir dahin rennen. Und auch die einmal aus dem Weg räumen. Na, wir haben es bald. Zumindest diesen Part hier. Jetzt ist das Problem. Ich glaube, ich muss da unten rüberspringen.
Und jetzt wieder schnell ins Gebüsch. Auf 36 Meter, 35 Meter, 34 Meter. Okay, das Problem wird sein, dass er sich sehr schnell umdreht. Dann müssen wir uns beeilen. Komm her! Die Zeit drängt. Okay, das scheint gut zu sein. Er hat es gesehen. Oh, doch, er hat es gesehen. Na komm! Du bist dir doch eigentlich sicher, dass du hierher musst. Das ist eigentlich meine einzige Chance, sie zu töten. Ja, genau. Dich meint ich. Immer fallen sie auf diesen altbewährten Trick drauf rein. Ja, jetzt haben wir noch den Weg über die Baumstämme. Zack. Davon hat mich... Oh, ich gehe mal eben hinter die Steine. Der hat mich gesehen. Was? 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 Hey, nein, 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 nein. Okay, das war ein bisschen blöd. Ich hab's doch nicht. Oh Gott, von wo starte ich jetzt? Oh, bitte mach keinen Scheiß. Bitte. Wo bin ich? Wo bin ich? Bin ich noch oben? Oh. Oh! Okay. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ich bin oben gespawnt. Nur ein doofer Spawnpunkt, finde ich. Ein ganz doofer. Aber jetzt. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Wo steht denn die Wache da links überhaupt? Wo ist die? Ach, die ist da. Die ist da hinten links. Ja, mit James Kidd sprechen. Ich weiß. Schon wieder. Ach, da ist die. Boah. Das war gerade fast wieder verkackt. Also wirklich. Die hat mich aber auch schnell entdeckt beim zweiten Mal. Rennen, rennen, rennen. Oh Gott. So nah. Wir haben es geschafft. Yes, Kid. Da. Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Captain Kenway? Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tot und begraben, nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna. Er hat den Sinn, Mentor. Mentor? James sagte mir, ihr hättet mit den Templern paktiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Okay. James Kidd ist auch nicht wirklich der. Kein Wort. Nee, nix, kein Wort. Du bist ja gar nicht die oder der oder das, wofür du dich ausgibst. Die ist ja scheiße und lügt uns an. Was ist los? Verschweigt uns etwas. Ja, was sie uns verschweigt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wahnsinn. Wie kann sie nur?